Willkommen zur Pressekonferenz nach dem 45. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Krefeld, Pinguine schlagen den ERC Ingolstadt mit 2:1. Bei mir beide Trainer, Kurt Kleindurst vom ERC Ingolstadt, schönen guten Abend. Und Franz Wurzmeier, der Trainer der Krefeld Pinguine. Wir schauen kurz auf die anderen Ergebnisse. Wolfsburg schlägt Berlin 3:2, Köln besiegt Hamburg 3:1. Iserlohn Augsburg 6:0, München gegen Nürnberg 4:0, Schwenningen schlägt Mannheim 3:2 und Straubing besiegt Düsseldorf mit 2:1. Beide Trainer dürfen wir um ihre Statements bitten. Dem Gast gehört das Wort zuerst. Your statement, please. Yeah, thank you. Yeah, tough result for us tonight. A game that obviously meant a lot. It was important. The 3 points, you know, were something that we really needed. But I give Krefeld a lot of credit. They played hard. And we knew they would. We knew that they're playing with a lot of pride right now. I think this is 3 in a row for them. And if you watch the way they play, they're diving around, they're blocking shots, they're laying down, they're making a huge commitment to win hockey games. And we knew coming in it wasn't going to be easy. And we learned the hard way that you know, the team that works the hardest is generally a team that wins the game. And that happened again tonight. So I give them a lot of credit. They played hard and they deserve the 3 points. Sie haben die 3 Punkte verdient, sagt der Gästetrainer, denn wir mussten es heute auf die harte Tour lernen. Als ERC Ingolstadt, die Pinguine haben das 3. Mal in Folge gewonnen, denn sie haben gezeigt, welche Tugenden es braucht. Sie hätten mit viel Stolz gespielt und der ERC Ingolstadt hätte die 3 Punkte gut gebrauchen können. Aber er sagt natürlich Anerkennung für die Spielweise der Pinguine. Franz, ich denke, Worte, die gut tun. Ja, yeah, thanks a lot, Kurt, for your words. Und ich denke, ich gebe ihm 100% recht, wie sich die Woche im Training angekündigt hat. Meine Mannschaft hat wirklich wieder mit sehr viel Einsatz, mit sehr viel Stolz gespielt, auch taktisch wieder sehr diszipliniert. Und ich denke, eigentlich nach dem 3:0 war die Messe gelesen. Es ist sensationell, finde ich, muss ich jetzt mal sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lesen, was im deutschen Eishockey für Regeln gibt. Ich möchte da niemanden persönlich kritisieren, aber dieses Wahnsinn, auch wenn es wohl so im Regelbuch steht, dass man, wenn man mit seinem Gesäß in der Luft im Torraum ist, dass es dann Torraumabseits ist. Ist schon, also vielleicht hätte ich das Regelbuch besser lesen müssen, aber es ist schon sensationell, wenn man als Trainer von seinen Spielern verlangt, vor das Tor zu gehen. Ein Herbert Vasilij aus den 40 Jahren, Riesenerfahrung, steht genau vor dem Torwart, genau vor dem Timo Pillmeier, kriegt einen Rebound, macht den rein. Eins der schönsten Tore, was ich in letzter Zeit gesehen habe, weil genau das ist modernes Eishockey, Scheibe zum Tor bringen, den Rebound rein und da muss ich sagen, ist es auch wieder ein riesen Fingerspitzengefühl gewesen, dieses Tor nicht zu geben. Sensationell. Aber wir wollen darüber nicht so viel reden. Ich muss sagen, meine Mannschaft, wie gesagt, hat den Sieg verdient. Wir wussten, Ingolstadt muss heute gewinnen. Wir mussten 100% aufs Eis bringen. Das haben wir getan und damit, denke ich, verdient gewonnen. Danke. Dankeschön, Franz. Und ich hoffe, das war kein Vorwurf von Herbert Vasilij, dass er ein zu großes Gesäß hat. Gibt es Fragen an die Trainer? Bitteschön. Ja, Herr Franz, heute stand in der Zeitung die 2. Reihe mit Hürtebeis, Kretschmann und Collins. Gibt vielleicht zu erkennen, dass sie nach der Sommerpause wieder zusammenfinden würden. Die haben heute eine sehr starke Leistung gemacht, für mich die effektivste Sturmreihe. Frage gab es nach der 2. Reihe, wo gemutmaßt wurde, dass die eventuell auch eine Option sein könnte für nach der Sommerpause. Ihr wurde von der Presse eine gute Leistung attestiert. Die Frage gab es danach. Ja, ich denke, die 3 haben sich heute ein sehr gutes Spiel gemacht, aber die ganze Mannschaft hat sehr gut gespielt. Und ja, wie unsere 2. Reihe nächste ausschauen wird, das werden wir dann nach der Saison sehen. Wir haben jetzt nochmal 7 Spiele, wo sich jeder hier beweisen und anbieten kann. Die Jungs sind voll in Fahrt und dann schauen wir mal. Gibt es weitere Fragen? Das ist nach angemessener Zeit nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen natürlich noch viel Erfolg, good luck für den weiteren Saisonverlauf. Für unsere Gäste geht es nach Düsseldorf am Sonntag. Die Krefeld-Pinguine treten an bei den Adler Mannheim. Das nächste Heimspiel dann, das vorletzte dieser DEL-Hauptrunde am kommenden Freitag 19:30 Uhr gegen die Grizzlies Wolfsburg. Ihnen allen einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. Tschüss.